Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Angebot der FFG. In diesem Kurzvideo erfahren Sie, wo Sie wichtige Informationen zu Horizon 2020 finden und welches Service Ihnen die FFG bietet. Die EU-Kommission stellt auf ihrer Homepage wichtige Informationen zu Horizon 2020 zur Verfügung. Eine ganz wichtige Anlaufstelle ist die Seite der sogenannten Reference Documents. Hier publiziert die EU-Kommission laufend die aktuellsten Rechtsdokumente bzw. auch Guidelines oder sonstige Dokumente, die im Rahmen der Antragstellung, Projektdurchführung oder auch Berichterstattung hilfreich sind. Zu diesen wichtigen Dokumenten zählen beispielsweise das sogenannte General Model Grant Agreement, also das ist der Musterfördervertrag für Standard Horizon 2020 Projekte, der individuell auf das Projekt zugeschnitten mit der EU-Kommission unterzeichnet wird. Genauso wie das sogenannte Annotated Model Grant Agreement, das ist der Fördervertrag inklusive einer Kommentierung durch die EU-Kommission. Das heißt, dieses Dokument enthält wichtige Erläuterungen bzw. auch Beispiele zum EU-Fördervertrag. Darüber hinaus gibt es das sogenannte Indicative Audit Program. Dies ist ein Guide, der vor allem im Fall eines Audits hilfreich ist, da er die einzelnen Audit-Schritte näher erläutert. Im Horizon 2020 Online Manual finden Sie weitere Details und Erläuterungen zum EU-Fördervertrag. Und sollten Sie in den häufigsten Fragen und Antworten an die EU-Kommission stöbern wollen, dann besuchen Sie die Seite der Horizon 2020 FAQ der Europäischen Kommission. Und zur Erklärung der wichtigsten Begriffe sehen Sie am besten im Glossar der Europäischen Kommission nach. Auch die FFG stellt Ihnen wichtige Informationen zur Verfügung. Einerseits finden Sie bei uns die Rechts- und Finanz-Homepage zu Horizon 2020 mit ausschließlich rechtlichen und finanziellen Informationen. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage auch eine Liste der nationalen Kontaktstellen, sortiert nach thematischer Zuständigkeit. Und dann finden Sie auch noch Detailinformationen zu Open Access sowie zu Open Data. Bei Fragen zu Horizon 2020 sind die einzelnen Helptasks bzw. Anlaufstellen die richtigen Ansprechpartner. Allen voran das sogenannte Research Inquiry Service. Dies ist ein Service, bei dem man direkt jemanden bei der EU-Kommission kontaktieren kann und diese helfen bei der entsprechenden Fragestellung weiter. Bei technischen oder computerbasierten Fragen kontaktieren Sie bitte den IT-Helpdesk bei der Europäischen Kommission. Der European IPR Helpdesk ist ein Service der EU-Kommission und stellt Informationen zu geistigem Eigentum zur Verfügung. Für Universitätsangehörige sind die Forschungsservicestellen der jeweiligen Universität die primären Ansprechpartner zu finden unter dem angegebenen Link. Und auch für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gibt es Kontaktpersonen, die wir in einer Liste zusammengefasst haben. Der bereits erwähnte IPR Helpdesk bietet einige Informationen rund um das Thema geistiges Eigentum, wie zum Beispiel Guides, Factsheets oder auch Webinare. Darüber hinaus enthält die Website auch eine FAQ-Sammlung der häufigsten Fragen und Antworten rund um dieses Thema. Nähere Informationen zu Open Access und Open Data haben wir Ihnen auf dieser Folie zusammengestellt. Hier finden Sie nicht nur entsprechende Guidelines zu Open Access und Open Data, sondern auch direkt die Adressen zu einzelnen Repositorien, wo Sie Ihre Projektergebnisse zum Beispiel Open Access veröffentlichen können. Das Team Recht und Finanzen in der FFG bietet Ihnen für Horizon 2020 ein umfassendes Serviceangebot. Nicht nur individuelle Beratung zu rechtlichen und finanziellen Spezialfragen, sondern auch zum Beispiel eine eigene Rechts- und Finanzrubrik im FFG-Newsletter, zu dem Sie sich auch unter dem angegebenen Link anmelden können. Darüber hinaus, wie bereits erwähnt, gibt es eine eigene Homepage, die sich ausschließlich mit rechtlichen und finanziellen Themen beschäftigt. Und darüber hinaus organisiert das Team Recht und Finanzen auch diverse Veranstaltungen und Trainings, wie beispielsweise die jährliche Abrechnungsveranstaltung oder spezielle Rechts- und Finanztrainings innerhalb der internen FFG-Akademie. Hier sehen Sie Ihre Ansprechpartnerinnen der FFG in Bezug auf rechtliche und finanzielle Spezialfragen in Horizon 2020. Für eine rechtliche und finanzielle Basisberatung kontaktieren Sie bitte die nationale Kontaktstelle, die für Ihr Thema zuständig ist, zu finden unter dem angegebenen Link. Universitätsangehörige finden Ihre primären Ansprechpartner in den Forschungsservicestellen Ihrer Universität. Und auch im Rahmen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen stehen Ihnen die Kontaktpersonen unter dem angegebenen Link zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen für Ihre Horizon 2020 Projektimplementierung alles Gute.